Moin und herzlich willkommen zurück, liebe Leute, zu Let's Play Civilization 2. Die dritte Session, glaube ich, mittlerweile. Tatsächlich. Und wir schreiten jetzt mit dem deutschen, mit der deutschen Zivilisation, ich wollte zuerst dem deutschen Volk sagen, nein, der deutschen Zivilisation, schreiten wir jetzt weiter voran. Und ich bin sehr gespannt, was jetzt passieren wird. Es kommen gleich erstmal Barbaren, das ist schon mal ganz gut. Schon mal ein schöner Anfang. Und Veteranenstatus. Ei, 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 ei. Oh, 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 oh. Scheiße. Da hat echt nicht viel gefehlt. Ich sehe schon, Nürnberg braucht unbedingt mehr Musketiere. Ei, 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 ei. Und vor allen Dingen Stadtmauern. Schade ist jetzt, dass ich jetzt keinen Diplomaten in der Stadt habe. München baut Shakespeares Theater. So, das geht doch schon mal gut los. Gleich erstmal ein Weltwunder. Oh, for a muse of fire. To ascend the brightest heaven of invention. A kingdom for a stage, princes to act, and monarchs to behold the swelling scene. Think when we talk of horses that you see them, printing their proud hooves in the receiving earth, for 'tis your thoughts that now must deck our kings. Carry them from here to there, jumping o'er time, turning the accomplishment of many years into an hourglass. For the Shakespeare's Theater. Chorus to this history, who prologue like your humble patience. Alle unglücklichen Bürger in der Stadt sind zufrieden. Jo. Das ist München. Das erste Weltwunder. Und sie werden gleich weitermachen, denn sie bauen Darwins Reise. So, dann gucken wir auch mal wie hier weiter. Okay. Bewässerung. Das Tolle ist ja, dass es jetzt dank den Ingenieuren wesentlich schneller geht. Sehr gut. Okay. Runde beenden. 1565 nach Christus. Immerhin. Ich habe jetzt hier übrigens die Musik, die wir in der letzten Aufnahmesession am Ende schon hatten, habe ich jetzt beibehalten. Ist im einfachen Grunde, ja, es ist halt so. Und wir dürfen wieder an unserem Thronsaal arbeiten. Das ist doch sehr schön. Dann bauen wir doch mal die Wand da weiter. Übrigens, die ersten zwei Parts sind bereits freigegeben worden. Heute werden die nächsten Parts freigegeben. Ich nehme nämlich früh am Morgen auf. Ich musste nämlich noch was erledigen. Deswegen... Und vor allem, es hat heute Nacht so derartigen Unwetter gewütet hier bei mir. Alter Schwede. Oh. Ein Dorf. Erfahrener Stamm von Söldnern entdeckt. Na, ich bin mal gespannt. Das war so klar. Ich werde den Reiter, ich werde den Kreuzritter gleich auflösen. Können wir leider nicht gebrauchen. Sehr, sehr schade. So, Hannover. Ja, komm, ihr kriegt noch einen weiteren. Ihr seid auf 6. Das heißt, ihr braucht Musketiere. Ihr braucht Verteidigung. Könnt doch nicht einfach so nackt rumlaufen. Geht doch nicht. So, der baut Eisenbahn. Und du fährst mal weiter. Er hat übrigens auch Veteranenstatus. Eine der wenigen Einheiten, die Veteranenstatus hat. So, Berlin baut Stadtmauer. Wie viel Weltwunder hast du eigentlich? 3, okay. Gut. Verteidigung sieht auch noch ganz gut aus. Ich denke mal, dann werde ich gleich das nächste Weltwunder in Berlin in Auftrag geben, wenn die Stadtmauern fertig sind. Das Blöde ist ja dadurch, dass die chinesischen Mauern jetzt weg sind. Also der Effekt davon. Das Weltwunder selber bleibt uns ja erhalten, nur der Effekt ist eben halt weg. Deswegen bauen wir jetzt Stadtmauern, damit unsere Städte wieder einigermaßen geschützt sind. Und vor allen Dingen sehe ich, dass Hamburg und Leipzig immer noch kein Aquädukt haben und Nürnberg braucht auch bald eins. Hm. Aber ich werde das, die deutsche Zivilisation weiterhin erweitern. Weiterhin erweitern, ja. Super. Ich bin mal gespannt, was insgesamt noch so in dieser Session gerissen wird. Frankfurt baut Kolosseum, das ist schon mal gut.
Die haben ziemlich viele Modernisierungen, sehe ich gerade mal. Wie seht ihr verteidigungstechnisch stehen die echt gut da. Baut mal ein Musketier bitte und danach ein Ingenieur. Hamburg baut Aquädukt. Seht ihr, da waren wir beim Thema und schon bauen sie ein Aquädukt. Finde ich gut. Dann würde ich sagen, baut mal bitte einen Entdecker Hamburg. Dann holen wir nämlich die eine Karavelle zurück. Die hier. Die wird dann den Entdecker mitnehmen. Dann haben wir nämlich zwei Schiffe mit Entdeckern unterwegs. Okay. Ist durchaus zufriedenstellend, sag ich mal so. Und Nürnberg braucht, wie gesagt, unbedingt mehr Verteidigung. Da werde ich mich dann nachher kümmern, wenn sie mit dem fertig sind, was sie gerade da machen. Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht mehr, was sie machen. Die letzte Aufnahme ist schon eine Weile her. Vor allen Dingen, ich habe ja jetzt auch angefangen, wieder Privat Civilizations 5 zu spielen. Also nicht 2, sondern den fünften Teil. Und das nicht nur privat, sondern auch tatsächlich, also nicht nur alleine, sondern auch tatsächlich mit einem Let's Play-Kollegen. Industrialisierung hebt die Wirkung von König Richards Kreuzzug auf. Das ist sehr schade. Babylonier haben ein großes Projekt unternommen. Toll. Irgendjemand ist technisch fortgeschrittener als ich. Ich weiß nicht wer, aber irgendwer ist fortschrittlicher als ich. Das können nur, entweder sind es die Chinesen oder aber die Babylonier. Ich kann mir keinen anderen vorstellen, der fortgeschrittener ist als ich. Wirklich nicht. Oh. Oh. Da geht's nicht weiter. Das ist schlecht. Eisenbahn. Warum nur? Warum sind die fortgeschrittener als ich? Geht ja gar nicht. Gut, Köln hat einen weiteren Musketier gebaut. Genau, ihr solltet einen Ingenieur danach bauen. Das werdet ihr auch tun. Denn ich habe mit denen was Spezielles vor. Ich glaube, ich hatte auch in der letzten Session gesagt, was das Spezielle ist. So, Nürnberg, jetzt will ich erstmal wissen, was ihr da überhaupt macht. Eurem Städtchen. Ihr baut eine Stadtmauer, okay? Ja, es war schon knapp. Also beide Musketiere waren ziemlich weit unten. Ja, danke dafür. Super. Ah, nächste Runde sind die Stadtmauern fertig. Sehr gut. Überschuss 3 ist nicht gut. Das ist ziemlich wenig. Für so eine große Stadt ist das echt wenig. Überschuss 4, okay. Genau, die bauen den Entdecker. Königsberg. Oh, ist wieder auf 6 abgestürzt, produktionstechnisch. Das ist bedauerlich. Das ist sogar sehr bedauerlich. Aber ich brauche auch die Steuerbeamten. Das ist das Problem. Frankfurt baut Musketier. Genau, die sollen ja... Oh, die hungern. Wieso hungert ihr? Ach ja, weil ja die Barbaren da gewütet haben. Richtig. Hm. Ich erinnere mich. München baut Darwins Reise. Genau, das soll auch so bleiben. Übrigens die einzige Stadt, die bisher auf 12 ist. Und trotzdem so eine kleine Verteidigung hat. 4 Korruption 3, hallo. Also die Korruption scheint ziemlich hoch zu sein irgendwie, kann das sein? Korruption 1. Ich muss mich unbedingt mal um die Korruption kümmern, das heißt, wir brauchen mehr Gerichtshöfe. Um der Korruption, Korruption 2, ey, Alter. Wir müssen echt mal der Korruption habhaft werden. Überschuss 3, okay, aber die Schildproduktion ist dafür ziemlich gut. Produktion 11, ey, geil. Also ich glaube, Köln wird später eine unserer produktivsten Städte. Hannover baut ein Musketier, genau. Die haben Korruption 0. Das ist interessant. Korruption 0. Verteidigung? Naja. Könnte besser sein. Stadtmauern in Stuttgart. Und die haben ein Musketier. Das ist nicht viel. Genauso wie Bonn. Aber Bonn baut jetzt gerade einen Tempel. Schildproduktion 1 übrigens, ist gar nicht gut. Hm, okay. Tut mir jetzt leid, wenn das ein bisschen langatmig für euch war, aber das ist ja wichtig, dass man da so ein bisschen nachvollziehen kann, was da jetzt Sache ist.
Also Köln scheint eine unserer produktivsten Städte zu sein und Königsberg ist, nachdem das Weltwunder König Richards Kreuzzug wieder abgelaufen ist, ein Sorgenkind geworden wieder mal. Schildtechnisch. Und Frankfurt braucht dringend neue Bewässerungsanlagen. Dass die nämlich hungern, das geht gar nicht. Sag ich mal so. Wir müssen ja nicht die ganzen Wälder da abholzen, aber ich glaube, ich werde sowieso mal ein Terraforming nachher betreiben bei Frankfurt. Die Ingenieure, die sind ja ziemlich flink. Zum Glück ziemlich flink. Muss ich mal gucken, was ich da machen werde. Berlin baut Stadtmauern. Preußische Wissenschaftler entdecken das Geheimnis Feudalismus. Und einige haben schon die Industrialisierung. Soweit hängen wir zurück. Grundvoraussetzung Kriegerkodex Monarchie. Erlaubt Forschung nach Ritterlichkeit. Reiten nötig. Erlaubt Forschung nach Theologie. Monotheismus nötig. Einheit Speerkämpfer. Verbesserung Sun Tzus Kriegsakademie. Metallo. Oh, wir hängen ja erheblich zurück. Metallurgie erstmal. Scheiße, wir hängen ja meilenweit zurück. Ihr baut Sun Tzus Kriegsakademie. Ei, 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 ei. Es ist echt nicht gut, dass wir so weit hinten hängen. Oh, das scheint ziemlich groß zu sein hier. Oh ja, das ist wirklich groß. So, Hamburg, wie lange braucht ihr noch für euren Entdecker? Nein, das war falsch. Ich wollte nur wissen, wie lange ihr für euren Entdecker... 3 Runden, okay. Alles klar. Würde ich sagen, dann schicke ich den nachher, der jetzt bei Bremen in Gange ist, einer von den beiden, schicke ich danach mal Richtung Frankfurt, dass der sich mal um dessen Terraforming kümmert, beziehungsweise, ja, um das Terraforming, genau. Sollte ich mich wohl eher erstmal bei den Ingenieuren darum kümmern, dass wir wohl erstmal die Verbesserung weiter in Gange bringen. Das wäre vielleicht gar nicht so verkehrt. Ich bin jetzt einfach mal ein bisschen ruhiger, damit ihr die Musik auch so ein bisschen genießen könnt. Schlafen. Dann wartet er automatisch so lange, bis sich was tut. Eisenbahn. Befestigen. Du wartest, bis der Ingenieur da ist. Denn der soll eine neue Stadt gründen. Und da ist ein Dorf. Das sieht ja richtig geil aus hier, ne? Muss man ja ganz ehrlich mal sagen. Und ich muss mich, wie gesagt, unbedingt um die Korruption kümmern. Das darf ich nicht vergessen. Ich bin mal gespannt, was in diesem Dorf ist. Vor allen Dingen hoffe ich, falls es Söldner sind, dass die dann keiner Stadt angehören. Weil das... Es geht mir ehrlich gesagt so ein bisschen auf den Sack, dass ständig, wenn Söldner kommen, dass es dann heißt, ja, die gehören der und der Stadt an. Ich glaube, wir hatten das 2-mal bisher gehabt in diesem Let's Play, dass wir keine hatten. Also die keine Zugehörigkeit hatten. Ja, du bleibst mal vorsichtshalber hier. Gut, dann machst du dich mal auf den Weg nach Frankfurt zu unserem Sorgenkind. Du sollst weiter schlafen. Vor allem ein Schiff, das weiter schläft, ne? Ja. Logik eben halt, ne? Entschuldigt. Ist alles gut, mir geht's gut, ja. Wenn ihr diesen Part hier übrigens seht, dürfte bei euch dann der 16. sein, der 16. Juli. Und ich nehme das an dem 11. auf, also, ja. Also ihr seht, ich habe nicht sehr viel Vorrat momentan. Deswegen nehme ich jetzt auch wieder auf, damit ich wieder ein bisschen größeren Vorrat habe.
In den nächsten Tagen, sprich übermorgen, ist nämlich bei mir TÜV angesagt. Da bin ich sehr gespannt, was dabei rauskommen wird. Und wir bauen erstmal einen weiteren Ingenieur in Hamburg, damit wir mal die Eisenbahn hier ja etwas schneller vonstatten kriegen. Vor allem hier laufen allgemein ziemlich wenig Ingenieure rum, muss ich ja ganz ehrlich sagen. So, Frankfurt. Genau, aber der Plan, dass ihr einen Ingenieur baut, ist erstmal gestrichen, weil ihr nämlich am Hungern seid. Aber ihr werdet mal ein Panzerschiff bauen, genau. Ihr werdet mal ein Panzerschiff bauen, den befestigen wir und dann baut ihr mal ein Panzerschiff, damit wir was haben, was wir den Barbaren beim nächsten Mal entgegenwerfen können. So, ihr habt einen Musketier, einen weiteren, sehr schön, Kreuzritter. So, weiter geht's. Der Ingenieur macht sich auf den Weg nach Frankfurt, ist übrigens ein Berliner Ingenieur. Ist das Feld auf Höhe von Frankfurt? Ja. Gut, kannst du daraus... Nein, kannst du nicht. Dann machst du daraus erstmal Wiesen. Ich hoffe nämlich, dass er danach daraus einen Hügel machen kann, denn ich glaube, das geht tatsächlich auch, dass er daraus einen Hügel machen kann. Das wäre nämlich richtig cool. Horde von Barbaren. Tschüss! So kann man sich Barbaren auch entziehen. Chinesen haben beinahe ihr großes Projekt Freiheitsstatue beendet. Ja, sollen sie. Sollen sie ihren Spaß mit der Freiheitsstatue haben. Hauptsache, die lassen meine Weltwunder in Ruhe, die ich begehre. Zum Beispiel Darwins Reise. Tja, wo ist das Ziel hin? So ein Scheiß aber auch. Vor allem das Schöne ist, irgendwann lösen die Barbaren tatsächlich ihre Truppen auf. Also wenn sie eine gewisse Zeit lang umherwandern und nichts finden, lösen die sich tatsächlich auf. Was ich sehr interessant finde. Ist hier ein Dorf? Nö. Okay. 2, 3, 4 reicht. Sehr gut. Dann gucken wir mal, was da drin ist. Freundlicher Stamm von Söldnern. Kreuzritter. Was hat er für eine Zugehörigkeit? Stuttgart. Und Stuttgart ist auf 3. Das heißt, verkraften können sie es auf jeden Fall. Das ist gut. Dann nehmen wir den auch tatsächlich mit. Ich werde den dann gleich auf der anderen Seite wieder rausschmeißen. Dass er dann in aller Seelenruhe dann zur Stadt gehen kann. Wir haben fast 5 Millionen Einwohner übrigens. Habe ich mich erschrocken. Shanghai, chinesisch, baut Freiheitsstatue. Ja, sollen sie. Engländer haben ihr großes Projekt Freiheitsstatue aufgegeben. Die Babylonier haben ihr großes Projekt Freiheitsstatue aufgegeben. Die Kelten haben ihr großes Projekt Freiheitsstatue aufgegeben. Meine Güte, was seid ihr alle geil auf die Freiheitsstatue? Die ist mir so scheißegal. Entsetzlich finde ich es nur, dass ich technologisch so weit zurückhänge. Ich muss echt unbedingt mehr Bibliotheken und Universitäten bauen. Oder überhaupt mal Universitäten bauen. Ich habe nämlich bisher noch gar keine. Problem ist eben halt auch nur der Unterhalt, weil momentan macht mir echt die Kohle Sorgen. Und ich könnte ja theoretisch ja auch Steuereintreiber aufstellen, bloß wenn meine großen Städte so einen knappen Überschuss haben, ist das gar nicht gut. Weil ihr habt ja gesehen, jedes Mal, wenn ich einen wegnehme, verliert die Stadt dadurch Überschuss. Und das ist letztendlich nicht so gut. So, der Kreuzritter geht an Land. Du gehst nach unten und baust Eisenbahn. So. Nee, nee, geh mal wieder zurück ins Wasser. Geh mal zurück ins Wasser, ja genau. Geh mal zurück aufs Schiff. Geh mal zurück ins Wasser. Jo, läuft. Geil. Ei. Ich befrage auch gar nicht erst mal einen Verteidigungsminister, aber der würde wahrscheinlich sagen, Sire, wir hängen technologisch zurück, du Arsch. Sieh zu, dass du Land gewinnst. Sieh zu, dass wir besser werden. Ja, ha. Witzig. Aber wie gesagt, ich denke mal, wenn wir die jeweiligen Projekte fertig haben, werde ich erstmal ordentlich Gerichtshöfe in Auftrag geben, weil die Korruption, die bei mir vorherrscht, finde ich gar nicht gut.
wo ich auch festgestellt habe, dass deren Funktion auch tatsächlich später geändert wird. In Civilization 5 tatsächlich haben die Gerichtshöfe nämlich eine komplett andere Aufgabe, vor allem, weil sie da nämlich Gerichtsgebäude auch heißen. Das ändert sich ja schon bei Civi 3 tatsächlich. Überschuss 1, Korruption 2, da haben wir schon. Ihr baut einen Gerichtshof. Heidelberg baut Stadtmauern, na bitte. Wie sieht die Korruption bei euch aus? 1, reicht schon. Nächstes Bauprojekt, Gerichtshof.